An der Grenze nach Österreich standen noch immer Uniformierte mit Schnellfeuerwaffen im Anschlag. Mein Passagier sprang aus dem Auto und lief schreiend in die Dunkelheit. Eine Salve Leuchtpatronen in die Nacht geschossen und eine halbe Stunde später saßen wir beide unverletzt wieder im Auto. Endlich zu Hause blickte mein Passagier lange auf ein Bild des Art Brühl-Malers Oskar Tschirtner. Zwei Figuren im Profil, Nase an Nase, Stirn an Stirn, die Arme gehen ohne Hände ineinander über. Eine besondere Umarmung. In den Schulterblättern der schwarz-weißen Duschfiguren leuchteten zwei ausgemalte rote Herzen. Mein Passagier legte seine Arme deckungsgleich übereinander und gab vor, schlafen zu wollen. Wie lange darf ich? 10 Stunden oder 12? Rückreise morgen Nachmittag, du hast Zeit, beantwortete ich seine Frage. Ich besitze eine Espressomaschine und in meinem Haus stehen viele Telefone. Jean-Pierre setzte sich auf das Bett in meinem Büro. Nach einiger Zeit spürte meine rechte Hand unter meiner rechten Gesichtshälfte, wie mein Atem anhielt. Schritte, deren monotoner Rhythmus immer wieder durch Verweilen unterbrochen wurde, hatten mich geweckt. Ich setzte mich in der Dunkelheit auf. Jean-Pierre sah mich nicht. Er ging zur Kaffeemaschine, deren Hebel er drückte, von dort zum Bild, sprach mit der Umarmung, ging zum Telefon, nahm den Hörer ab und flüsterte, ohne zu wählen, mit einer ihm vertrauten Person. Dann ging er wieder zur Kaffeemaschine, drückte abermals, ohne eine Tasse unterzustellen, darauf stand er wieder vor dem Bild, um abermals den Hörer des Telefons abzunehmen und ohne zu wählen, leise und liebevoll zu sprechen. Bis es Tag wurde, wanderte er mit nach innen gerichtetem Blick von Stern zu Stern zu Stern. Ein eindeutiger Anhänger des Drei-Punkte-Systems.